Wir folgen unserer neuen Spur mit Baxter und haben ja so auch schon seinen Polizeiwagen gesehen. Ich persönlich glaube ja aber, dass es noch irgendwie einen anderen Story-Kniff kriegt oder irgendeine Wendung kommt. Also, dass er nicht auf jeden Fall der Mörder sein wird. So, persönliche Theorie von mir gerade mal. Ich habe mich noch nicht gespoilert bisher. Aber ich bin einfach noch nicht von überzeugt, dass das alles ist, was kommt. So, Asche zu Asche. Noch 10 Collectibles, also hier auch wieder eine Geistergeschichte. Eine Plakette. Gedicht 1. Sieh dir mit dem Teufel tanzt, sie fällt und birst und schwankt. Das Seil ihr soll zum Fall gereichen, des Teufels Schulden sie soll begleichen. Okay, unser Mörder dichtet. Interessant. Ich mir noch mal überlegt habe, so, man könnte das super gut verfilmen eigentlich. Also so als Horrorfilm. Hätte ich schon schlechtere gesehen, auf jeden Fall. Leben und danach. Ich fragte Ronan heute, ob er glaubt, dass wir nach dem Tod weiter existieren. Er fragte, ob im Sinne von Himmel oder als Geister. Ich sagte ihm, ich meinte Geister, und er lachte bloß und sagte nichts. Ich fasse das als Nein auf. Ja. Mittlerweile wissen es beide besser. Insbesondere ja Ronan. Und ich gucke erstmal hier weiter, ob es hier irgendwelche Collectibles gibt, die wir sammeln können. Bisher scheint es ja keine Dämonen zu geben, das finde ich schon mal sehr angenehm. Hier ist wieder ein Gedicht. Unnatürlicher Bund aus Geist und Fleisch, einem Freund gleich die Seele entreißt. Mäst mit Sichel, drisch mit Forke. Bist du leblos, bist und ohne Sorge. Das ist alles etwas holprig im Deutschen, also, naja, geht eigentlich, aber. Ich glaube, im Englischen würde sich das besser reimen, tatsächlich. Könnte ich mir einfach mal so vorstellen. Welche netten Geräusche. Ich gucke mich einfach erstmal weiter um. Da war ich, glaube ich, war ich hier drin. Nee. Da war ich auf jeden Fall noch nicht drin. Es wird interessant, hier alles einzusammeln, weil das so super verwinkelt ist. Aber ich tue mal mein Bestes oder gebe mein Bestes, dass wir nach Möglichkeit alles mitnehmen. Bin ich denn jetzt gelandet? Da war ich schon. Dritte Gedicht. Hüte dich vor dem Mann so unrein, dass er eine Hexe schützt vor, dass eine Hex schützt vor Unheil. Ihr Schatten liegt auf seiner Seele, der Verdammnis ew'ge Leere. Das reimt sich relativ gut im Deutschen. Klingt wie was von Goethe oder Schiller. Bücherregale und sowas, aber nicht. Ja. Ich glaube, wir müssen tatsächlich hier in diesen Raum. Ich hoffe, ich habe jetzt alles davor mitgenommen. Gedicht Nummer 4. Zu befreien das Land von Schuld, der Wachsamkeit Geduld und das Wirken der Gewalten wird zum Urteilsspruch gereichen. Okay, hier scheint so ein kleiner Geheimgang zu sein. Sieh dir all diesen Mist an. Was ist das? Oh, frische Farbe, das wurde gerade erst fertiggestellt. Flieh, kleine Hexe, soweit du kannst. Heute Nacht verfolgt dich große Angst. Beide Reiche du sollst verlassen und wie andere im Tod verblassen. Das handelt von Joy. Er wird sie heute Nacht töten. Vorher haben wir noch gerade einen Hinweis bekommen, wenn ich den jetzt wiederfinden würde. Ja.
Aha. Joyce-Gedicht, ja, keine Ahnung. Erstmal diesen Raum jetzt nach Informationen durchsuchen. Finde heraus, ob der Mörder noch im Haus des Urteils ist. Okay, erstmal haben wir einen Zeitungsartikel liegen. Der Teufel hat mich gezwungen. Bürgermeister Studer weist Schuld von sich, nachdem er einer Reihe qualvoller Morde angeklagt wurde. Vom Freitag, dem 18. Dezember 1903. Okay. Gab es also wohl schon mal Morde? Es gab in Salem qualvolle Morde vor über 100 Jahren. Ja, der Bürgermeister, what the fuck? Was haben wir hier so? Persönliche Gegenstände, Trophäen. Eine Sammlung von etwas, das wie Trophäen der Glockenmordopfer aussieht. Ach, da haben wir Joyce Vers. Der Mörder konzentriert sich auf Joy. Ja, das ist auch mal nicht so gut. Nochmal eine Zeitung. Drittes aufgeknüpftes Opfer entdeckt. Bizarre Aufknüpfungen lassen auf Salems schändliche Vergangenheit zurückblicken. 5. Juni, ein Mittwoch 1940. Okay. Ähnlichkeit zu den Hexenprozessen. In Salems Geschichte gab es Morde, die sich entscheidend wie der Glockenmörder auf die Hexenprozesse beziehen. Da hat man die Gemeinsamkeit ja schon festgestellt. Mordmethoden. Hinrichtungsmethoden. Dies sind die Mordmethoden und Opfer, die auf diese Weise umkamen. Ich kann nicht sagen, ob er konsequent oder schizophren ist. Er hat auf jeden Fall fein säuberlich die drei Methoden, die er bisher verwendet hat. Also einmal mit den Steinen, mit dem Galgen, mit dem Tauchstuhl hier schon mal festgemacht. Ah, da unten ist noch der Scheiterhaufen. Karte voriger Morde. Diese Karte zeigt alle Orte seiner Morde, aber viel detaillierter als die der Polizei. Okay. Ich kann hier noch einen Raum weiter. Und hier sind auf jeden Fall Dämonen am Start. Ich wollte aber eigentlich nur gerade was einsammeln. Die Schwingungen, die ich von diesem Haus empfange, sind unglaublich. Es ist wie im Museum. Die alte Gewalt versucht, die neue zu übernehmen. Ich muss Officer Baxter informieren. Das hier könnte entscheidend sein. Störung im Haus des Urteils. Joyce Mutter spürt ungewöhnliche Geisteraktivitäten im Haus des Urteils. Ungewöhnlich starke. Ungewöhnlich hasserfüllte. Und einfach nur ungewöhnliche. Okay. Ja. Warte. Ähnliche Morde. Mehrere Mörder. Jahrzehnte auseinander. Ist das eine Reihe von Nachahmern? Eine Verschwörung? Nachahmungsmorde. Ähnliche Morde geschehen seit mehr als einem Jahrhundert in Salem. Ist das eine Reihe von Nachahmern? Was hast du noch in diesem Haus versteckt, du Freak? Was war das? Erstmal verstecken, würde ich sagen. So, da drüben sind zwei Dämonen. Da sind aber auch Raben. Oh, shit. Ich müsste mal quasi hier durch. Die denn jetzt weg? Ich muss auf jeden Fall warten, bis die sich getrennt haben einigermaßen, so wie jetzt, und dann noch in unterschiedliche Richtungen gucken würden, das wäre nett. Das ist eigentlich schon gar nicht so schlecht. So ungefähr. Kommt der andere auch hier hin? Oder kann ich den vielleicht anlocken? Der hört den nicht. Scheiß Vieh. Jetzt geh halt da zu dem Raben. Thank you.
Okay. Die beiden haben wir erledigt. Das ist schon mal gut. Jetzt kann ich mich auf jeden Fall frei bewegen. Gut, dass irgendwie irgendwas Geräusche macht. Wobei mir das als Geister eigentlich egal sein sollte. Weitgehend zumindest. Ronan der Fremde. Es ist, als kenne ich ihn überhaupt nicht. Und ich fühlte mich ihm so nah. Aber das war wohl ein Mann meiner Einbildung. Ich dachte wirklich, so etwas wie ein Vorstrafenregister sollte früher in eine Beziehung zur Sprache kommen. Okay. Es ist nicht mal seine Vergangenheit, die mich abschreckt. Es ist, dass er es mir nicht sofort erzählt hat. Er sagte, seine Tattoos seien offensichtlich. Aber ich weiß nicht recht. Es ist vielleicht zu spät für uns. Okay. Dass sie irgendwie ziemlich enttäuscht wohl. Ich gucke mich gerade mal hier in den anderen Räumen um, soweit das möglich ist. Sie werde ich hundertprozentig irgendwas übersehen. Kann ich jetzt schon mal versprechen. Dafür ist es einfach viel zu verwinkelt hier. Weil ich jetzt eigentlich in allen Häusern, in allen Häusern, genau, in allen Räumen irgendwie mal drin war. Hier ist auch nichts mehr. Okay. Hier geht's wieder runter. Dann gehen wir doch mal dahin. Ob hier noch mehr Dämonen sind? Erstmal nicht, scheinbar. Nur andere Geister. Die sind auch keine Verstecke. Was haben wir hier? Plakette der Kolonialküche. Der kleine Küchenbereich im Haus wurde von Dienern zur Zubereitung von Tee genutzt, aber nicht für Hauptmahlzeiten. Diese wurden von Sklaven aufgrund der Gefahr von Küchenfeuern in Kolonialzeiten in einer separaten Küche zubereitet. Die Feuergefahr war sehr real und verbreitet. Das Haus sah in seiner Zeit vermutlich ein halbes Dutzend verschiedener Küchen und keine steht heute noch auf dem Grundstück. Okay. Das war mir zum Beispiel gar nicht so bewusst, dass das so eine mega Gefahr war, aber macht irgendwo Sinn. Dass man da relativ leicht sein Haus dann abfackeln konnte. Wenn man da nicht halt eigentlich aufgepasst hat. Hab ich auf jeden Fall wieder Verstecke. Streit mit Ronan. Manchmal kann dieser Mann ein unsensibles Monster sein. Ich weiß, die Arbeit stresst ihn, aber das Zuhause ist der Ort, an dem man all das loslässt. Morgen wird es besser sein, ich weiß. Aber für jetzt will ich nicht mehr daran denken. Okay, das scheint eine relativ normale Beziehung zu sein. Dass sie sich halt auch mal stressen. Und da hinten sind nochmal Raben. Also werden hier auf jeden Fall nochmal zweite Packung Dämonen kommen. Mhm. Da vorne sind sie schon. Ach so, sind ja nur vier Stück. Na, dann geht's ja. Diese Raben sind irgendwie... Okay, doch nicht so nutzlos, wie ich erst dachte. Oh, scheiß Vieh. Geh doch da rüber. Shit. Das gefällt mir alles gar nicht. Ich versuche den mal hier gerade von hinten zu kriegen. Ja, oder auch nicht. Aua, 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 aua.
Ist er gegangen? Ja, okay. Das war etwas naiv von mir, glaube ich, dahin zu gehen. Zumindest auf die Art und Weise. Jetzt dreht er sich doch eigentlich nach rechts, oder? Oder ich vernichte ihn einfach so. Das ist natürlich auch noch eine Maßnahme. Ja, da rechts sind jetzt halt noch welche. Prozesse wurden in diesem Raum abgehalten, okay. Kann ich was sammeln? Tagebuch des Richters. 4. Februar 1693. Alle Hexen wurden freigelassen und Governor Phipps erlaubt keine weitere Verfolgung. Dennoch fürchte ich das Mädchen am meisten. Ich drohte ihr mit Drucksteinen und voller Zuckung berichtete sie mir von der Folter ihres Vaters, der sie bis zum Ertrinken unter Wasser hielt, wenn sie nicht seine Feinde beschuldigte. Ich bin also nicht der Erste, der diese Kreatur benutzt. Sie fürchtet mich nicht. Jene, die die Geister unnatürlicher Welten sehen, scheinen ihr wie Zauberer. Sie will sich nicht von ihrer Verfolgung abbringen lassen. Sie muss mit allen dem Gesetz zur Verfügung stehenden Mitteln vernichtet werden. Okay. Ich bin also im Verdacht, um welches Mädchen es geht. Kette der Kolonialstube. Die Stube des Hauses des Richters, wir würden es Wohnzimmer nennen, war einer der geräumigeren Innenbereiche für Gerichtsprozesse. Die Hexenprozesse wurden manchmal hier abgehalten und manchmal in anderen öffentlichen Gebäuden wie der Taverne. Oder zu Deutsch, Wirtshaus. Muss ich die beiden da überhaupt irgendwie angehen? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, die tangieren mich eher nicht so. Würde ich jetzt so spontan vermuten. Na, wobei, ich kann sie einfach eben kurz wegmachen. Dann haben wir nämlich auch Ruhe. Das ist ja doch deutlich angenehmer so. Da unten geht es wahrscheinlich weiter. Abwägen des Antrags. Was hat mich davon abgehalten, Ja zu Ronan zu sagen? Vielleicht die Ehe im Allgemeinen. Ich dachte immer, ich würde in dieser Welt eine unabhängige Frau sein. Vielleicht habe ich diese Möglichkeit noch nicht verarbeitet. Aber ich kann ihn nicht gehen lassen. Kann nicht. Wir nähern uns immer mehr den letzten Collectibles, also scheint auch langsam aufs Ende zuzugehen. Wenn ich das so richtig interpretiere. Mehr kann es sein, dass ich da jetzt vollkommen falsch liege. Aber ich glaube eigentlich nicht. Hier hinten geht es auf jeden Fall weiter. Geht es in den Keller. Da wurden ja damals die Hexen gefangen gehalten, hatten wir gelesen im Museum. Winecellar und Holding Cells, ja. Genau. Upp. Kann ich mir auch anschauen. Zeichen für Zellen im Keller. Okay. Oh mein Gott, Baxter? Ich hätte derjenige sein sollen, der dich aufhält. Ronan? Was zum Teufel ist hier los? Kranker Hurensohn. Wieso hast du das getan? Warum die Hexenprozesse zurückbringen und all diese unschuldigen Mädchen töten? Du glaubst, ich bin der Glockenmörder? Bist du irre? Ich bring noch niemanden um. Du musst mir helfen. Was ist das für ein Ort? Wir müssen hier raus. Oh, wir müssen hier raus. Auf einmal sind wir Kumpels. Ah, ah, ah. Erzähl mir sofort, was hier los ist. Okay, wertig getötet. Also, wertig umgebracht. Der Glockenmörder, du Trottel! Aber ich konnte sein Gesicht nicht sehen. Glockenmörder tötete Baxter. Der Glockenmörder hat Baxter im Keller des Hauses des Urteils getötet. Okay, das widerlegt ja schon mal unsere Theorie, dass Baxter eigentlich der Glockenmörder ist. Ja, wir werden morgen vielleicht feststellen, wer es tatsächlich ist. Hier machen wir erstmal eine kleine Pause. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann.